war ein Saisonauftakt nach Maß. Ein spektakuläres Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton bis zur Ziellinie. Dahinter ein hart umkämpftes Verfolgerfeld mit McLaren, mit einem wiedererstarkten Ferrari und mit einem zumindest zeitweise überraschend guten Alpha Tauri. Und irgendwo mittendrin, zumindest aus deutscher Sicht, die kleine Enttäuschung von Sebastian Vettels neuem Aston Martin Werksteam. Wo genau stehen die 10 Formel 1 Teams jetzt nach dem ersten Saisonrennen? Genau dieser Frage gehen auch unser Christian und unser geschätzter Kollege Roger Benoit nach. Team für Team. So sieht das erste Kräfteverhältnis in der neuen Saison aus. Glaubst du denn, dass das Kräfteverhältnis, das wir hier zumindest im Qualifying gesehen haben, dass der Red Bull schneller war, glaubst du, dass es streckenspezifisch oder glaubst du, das werden wir noch öfter in der Saison sehen? Oder dauerhaft vielleicht sogar? Nein, ich glaube, das ist eine Sache der Techniker, die einmal das Auto vielleicht auf die Strecke oder so besser abstimmen können. Denn ich meine, hier hat es Temperaturunterschiede von 14 Grad gegeben. Einmal war ein kleiner Sandsturm und so. Ich glaube nicht, dass das als die ideale Strecke für gewisse Vergleiche und Messungen ist. Da muss man abwarten. Aber es scheint so, dass die zwei Autos relativ auf gleicher Höhe sind wie die zwei Fahrer und der WM oder die WM-Jagd hat jetzt eigentlich schon im ersten Rennen begonnen. Das wird sehr interessant. Einen Favoriten sehe ich momentan noch nicht, aber ich sehe auch keinen anderen Rivalen, der da vorne mitmischen sollte. Na klar, würde ich jetzt als dritte Macht schon. Aber eben, es ist noch früh, aber die werden sicher wieder Dritter oder Vierter, sagen wir mal. Aber auf jeden Fall nicht ganz so stark, wie man es vielleicht, wie der ein oder andere vielleicht nach den Testfahrten vermutet hatte, oder? Ganz so stark. Die zwei vorne sind eine solche Macht, die kann man nicht einfach wegpusten, oder? Aber die haben einen schönen, mit dem deutschen Teamchef da, Seidel, geht es wirklich jedes Jahr regelmäßig nach oben. Das geht nicht einfach, die Kurve zeigt nicht einfach so nach oben, sondern das ist ein Lernprozess und die machen offenbar alles richtig, haben 182 Rennen gewonnen und werden wohl nicht 10 Jahre warten müssen, bis sie das nächste Rennen wieder gewinnen. Ich glaube 2012 war der letzte Sieg, Button. Dann schauen wir mal weiter. Dahinter ist es ja noch schwieriger. Mhm. Fangen wir mal an mit, nehmen wir schon Ferrari vielleicht? Ja, Ferrari ist natürlich nach dem Katastrophenjahr 2020, wo sehr viele Fans gelitten haben, Millionen Fans auf der Welt, die sind nicht mehr jetzt reif. Letztes Jahr waren sie noch reif für den sechsten Platz, aber sie sind jetzt reif für Platz 4, sagen wir. Also 5 wäre schon eine Enttäuschung. Aber man muss auch da sehen, ich meine, der Herr Binotto hat jetzt gesagt, endlich haben wir zwei Fahrer, auf die wir uns verlassen können. Das war natürlich irgendwie so eine indirekte oder wenn nicht direkte Ohrfeige gegen den Vettel schon nach einem Rennen. Nur muss ich sagen, Herr Binotto, schauen Sie sich den Rückstand an. Leclerc wurde, glaube ich, Sechster und hatte eine Minute Rückstand. Das hatten Sie letztes Jahr auch. Das ist nicht Ferrari-like. Eine Minute Rückstand auf den Sieger zu haben. Aber sie haben sicher, sie haben Fortschritte gemacht, auch mit dem Auto und so, und der Motor ist sicher auch besser, aber wenn jemand Fortschritte macht, darf man nie vergessen, die anderen machen das auch. Das vergessen viele. Nach Ferrari, na, Alpha Tauri, von denen haben wir zu wenig gesehen, die sahen richtig stark aus. Ich glaube, Alpha Tauri könnte die Überraschung der Saison werden. Ich meine, der letztes Jahr hat ja der Gasly schon in Monza gewonnen. Das war der erste Sieg seit Vettel auch in Monza. 2008, als man noch unter dem Namen Toro Rosso fuhr. Und der Gasly war Trainingsfünfter, also muss man sagen. Und dann für mich der neue kommende Mann. Ich rede nicht von diesem Jahr, von den nächsten 2-3 Jahren, ist dieser Yuki Tsunoda, 20-jährig, dieser Japaner.
dem traue ich eine große Zukunft zu. Und der ist sauschnell, oder? Und ist ehrgeizig, kampfstark. Und der hat sich so fürchterlich aufgeregt, dass er nur Neunter wurde. Also da hat, glaube ich, Red Bull für die Zukunft, wenn wieder mal was schief gehen sollte, wieder einen eigenen Mann in den eigenen Reihen. Also nicht, dass man jetzt zur Not Perez holen musste, weil nichts Besseres rum war. Also merken Sie sich den Namen Tsunoda. Du darfst unsere Zuschauer sogar duzen. Ich glaube, die haben dir das erlaubt. Dann merkt ihr euch den Namen Tsunoda. Kein schlechter Tipp für die Zukunft. Wobei ich bei Alpha Tauri gerne einwerfen würde, dass die in Bahrain traditionell stark sind. Ich erinnere mich an das erste Rennen, das sie überhaupt mit dem Honda-Motor damals hier gefahren sind. Ich glaube, Gasly ist Vierter geworden, auch in den letzten Jahren. Also die waren in Bahrain hier eigentlich immer stark und dann konnten sie es nicht mehr so richtig reproduzieren, das Ganze. Also ich bin mal gespannt. Und vom Team, vom neuen Alpine-Team, komische das Führungsstruktur. Ist, ja, das ist so, da hat es jetzt 7 Chefen, oder? Sehr wahrscheinlich der einzige Chef ist der Alonso. Der sagt, wo es durchgeht, oder? Schon der CEO da, dieser Meo, oder wie der heißt, vergöttert ihn ja. Also, vielleicht war er schuld, dass der Abi de Bull als Teamchef gehen muss, ich weiß es nicht. Ich möchte da nichts Falsches behaupten, aber eben wie gesagt, die Struktur und die Franzosen sind halt die Franzosen und warten wir mal ab. Kommen wir von den Franzosen zu den Engländern und zu einem Deutschen bei den Engländern. Sebastian Vettel, das ist natürlich tragisch, muss man schon sagen, was man da gerade sieht wieder. Es ist relativ einfach. Der Vettel muss sich wohlfühlen in einem Team. Das hat er bei Ferrari die letzten 2 Jahre sicher nicht mehr gehabt, dieses Gefühl, geliebt zu werden und so. Und jetzt hat ihm ein Team praktisch den grünen Teppich gelegt. Den grünen Teppich? Ja. Und jetzt rutscht er auch auf dem momentan aus. Man hat sicher alles für ihn getan, aber irgendwie ist das Ganze auch, scheint eine mentale Sache auch zu sein, oder? Jetzt fühlt er sich im Auto nicht ganz wohl, will da einige Rennen abwarten. Nur das Problem, nicht nur für Vettel, in der Formel 1 hat man keine Zeit. Da muss geliefert werden, oder? Und zu sagen, ja, nach 3-4 Rennen wird es dann besser, das ist eigentlich schon fast Harakiri. So geht es nicht. Das muss so vorkommen oder es kommt dann auch später nicht. Und ich glaube, das Team steht voll hinter ihm. Die haben sicher alles gemacht für ihn. Und jetzt erwarten sie natürlich etwas. Jetzt ist auch da der Druck gestiegen. Und ob er mit dem noch klarkommt, ob er mit der Kritik klarkommt. Ich meine, wir haben jetzt da noch einen Deutschen mit dem Mick Schumacher, oder? Und wenn der Vettel nicht aufpasst, dann ist er plötzlich nicht mehr erste, zweite oder dritte Wahl in Deutschland, medienmäßig, sondern eben vierte, dreimal hinter dem Schumacher. Und das nervt ihn natürlich auch, weil er ja eigentlich ein Fan ist vom Schumacher, vom Vater und jetzt auch sagt, ich helfe dem Sohn. Ja, momentan ist fast umgekehrt. Du hast gesagt, nicht so gut die Kopie. Glaubst du, dass Aston Martin dann noch zurückkommen kann? Dass die wieder vielleicht sogar um Platz 3 kämpfen, wie im letzten Nein. Jahr? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dafür ist der Vettel momentan mental zu schwach und der Stroll auf sich allein angewiesen. Der bringt auch jetzt nicht die, sagen wir, super Resultate. Der Stroll war natürlich immer von Perez getrieben, oder? Es ist natürlich wichtig, dass der Teamkollege ein Schneller ist. Dann wirst du auch etwas schneller, hast einen anderen Vergleich. Oder? Aber wenn du da praktisch, ich hoffe, es ändert sich schnell, allein rumfährst, dann kommen auch nicht die 2-3 extra Zehntel, die sonst eben da sind.
oder die den Bottas nicht ganz abstürzen lassen, weil er den Hamilton vor sich hat. Endlich ist es soweit, die Treuesten der Treuen von euch haben sich auch lange genug gedulden müssen. Nun ist motorsportmagazin.com Nummer 77 endlich da. Jonas hat sich viel Zeit genommen und hat sich nicht nur Sebastian Vettel angeschaut, sondern auch noch die zweite große deutsche Formel 1 Hoffnung, Mick Schumacher. Aber es gibt natürlich wie immer noch viel mehr als nur die Titelgeschichte. Markus Steinritzer hat sich alle Teamduelle im Detail angeschaut. Lewis Hamilton gegen Valtteri Bottas gibt es die nächste Schlappe für den Finnen. Und für alle, die nicht nur von der Formel 1 einfach nicht genug kriegen können, sondern auch noch von allen anderen Rennserien im Motorsport, haben wir natürlich auch noch Motorrad, DTM, Formel E, was auch immer das Fanherz so begehrt. Jetzt fragst du dich natürlich, wie kommst du an das Magazin? Und ganz einfach, du bestellst das am besten direkt über uns, denn günstiger gibt es das sowieso nirgends. Was kostet es? Wenn du in Deutschland wohnst, 4,50 Euro pro Ausgabe. Also, worauf wartest du? Wir haben dir den Link dazu unten in die Description gepackt oder du gehst einfach auf abo.motorsport-magazin.com. Das Team hat ja echt noch einen sehr, sehr großen Sprung gemacht im Vergleich zur Vorsaison. Die waren ja, du hast es vorhin schon genannt, wie viele Punkte auf Alpha Tauri gefehlt haben. Ich habe es wieder vergessen, du bist der Zahlenmensch. Aber die Frage ist natürlich, ist der Sprung groß genug, um jetzt von diesem achten Platz wegzukommen? Das glaube ich nicht. Die haben wirklich Fortschritte gemacht, aber ich habe es vorher schon erwähnt. Wenn einer meint, er macht Fortschritte, darf er nie vergessen, dass die anderen auch Fortschritte machen. Jetzt, wenn du 5 Schritte vorwärts machst und die anderen alle 4, bist du nur einen weiter vorne als die anderen, sage ich jetzt mal. Und so, momentan so geht es eben Alpha sauber. Ganz klar, letztes Jahr haben sie ja mit Williams, die hatten 0. Haas hatte 3 Punkte und sie hatten 8. Hatten sie noch 2 angeführt, Gegner im Nacken einigermaßen, punktemäßig. Die haben sie nicht mehr. Denen sind sie schon davongefahren. Also Haas und Williams, die werden die 2 letzten Plätze unter sich ausmachen. Und Sauber wird eben 8. bleiben, wie weit sie nach vorne kommen. Dieses Rennen hat ja schon gezeigt, sie wurden 11. und 12. Normalerweise, wenn 3, 4 Autos mehr ausfallen, dann gibt es eben schon Punkte, oder von denen Haas und Williams meilenweit weg sind. Oder? Und also die Fortschritte sind da, das Auto ist schneller, aber der Kimi sagt jetzt eben, ich könnte noch schneller fahren, aber dann bekommen wir ein Problem mit den Reifen. Oder dann knicken die Reifen ein. Und ich glaube, das muss relativ schnell gelöst werden, dieses Problem. Aber sie sind dran an den Punkten, sagen wir mal so. Also sie können, wenn etwas nur ein wenig in ihre Richtung läuft, können sie mit eigener Kraft, sagen wir, können sie Punkte machen. Das können die 2 hinten nicht. Dann sprechen wir mal von den 2 Abgehängten. Williams, die haben sich auch ein bisschen verbessert. Man sieht es in der Relation zu Haas. Mit George Russell auch das Supertalent, aber halt mit Nicola Latifi auf der anderen Seite ein nicht so Supertalent, wenn man es mal so ausdrücken will. Nein, nein, das ist ganz klar. Ich meine, das Schlimmste am Williams ist ja die Lackierung. Das ist für mich die schlechteste Lackierung im Feld. Aber das hat ja mit der Qualität des Autos nichts zu tun. Okay, sie haben einige, sagen wir, Sachen gefunden und so, sind näher dran. Eben dank dem Russell sind sie sehr wahrscheinlich vor Haas, oder? Und dieser Russell fährt jetzt das 3. Jahr in dieser absolut nicht konkurrenzfähigen Kiste, der muss weg. Also der muss nach oben, oder? Und da ist Mercedes mitverantwortlich. Wenn dieses Talent kaputt geht, ist Mercedes dafür verantwortlich. Das kann es nicht sein. Also für den Mick ist diese Situation sehr schwierig. Da ist ein enormer Druck auf dem Jungen. Den versucht er zwar mit einem Lächeln da ein wenig von sich zu weisen, aber und einfach Formel 1 zu fahren, damit man Formel 1 fährt, das kann ja auch nicht das Ziel sein, oder? Also man erwartet von ihm sehr wahrscheinlich momentan doch zu viel. Die einzige Sache, die er machen kann und muss, ist, er muss diesen Mazepin
muss er ganz klar schlagen. In jedem Training, in jeder Qualifikation, in jedem Rennen. Das muss und kann sein einziges Ziel sein dieses Jahr, weil im schwächsten Auto des Feldes, weil die sagen ja ganz offen, uns interessiert dieses Auto gar nicht, wir bauen schon am Auto 2022, das machen die anderen auch, oder? Und so bekannt ist jetzt der Haas mit der Lara auch nicht, dass ihnen da der Wunderwurf für nächstes Jahr gelingen wird. Also da kommt nichts, da wird nichts am Auto und mittendrin steht der Mick Schumacher, oder? Das ist, da kann man nur sagen, im schwächsten Auto ist jeder WM-Punkt wie Weihnachten. Letztes Jahr hatten Magnus und Grosjean sicher keine schlechten Fahrer mit dieser Kiste zusammen 3 Punkte geholt. Jetzt kann man sich vorstellen, was holen Mazepin und Schumacher mit diesem Auto. Also noch keine allzu großen Schlüsse ziehen nach dem ersten Rennen. Warten wir mal 3-4 ab, dann ändert sich vielleicht irgendwo noch die Situation. Aber ich glaube, ganz vorne, da darf man nicht unbedingt mit Überraschungen rechnen. Also es wird Max Verstappen gegen Lewis Hamilton sein, wo vielleicht mal ein Störenfried reinkommt. Aber der ist dann beim nächsten Rennen wieder weg, oder? Diese zwei Giganten sind wir froh. Wir hatten sie früher mit Senna und Prost. Und jetzt haben wir sie eben wieder. Und das ist gut für den Sport. Und es könnte sehr spannend werden. Wir drücken alle verfügbaren Daumen, dass Roger mit dieser Aussage recht behalten wird. Der Auftakt in Bahrain hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Wenn ihr jetzt auch Lust auf mehr von diesem Gespräch zwischen Christian und Roger haben solltet, dann solltet ihr ganz schnell Kanalmitglied auf YouTube beim Motorsport Magazin werden. Denn dort gibt es hin und wieder zusätzliche Videos nur für euch Kanalmitglieder. Unter anderem jetzt eine Langfassung, 45 Minuten, Snyder Cut-artig, Roger und Christians Saisonanalyse zum Auftakt in Bahrain. Dabei geht es unter anderem um Fernando Alonso. Hat er es noch drauf, Siege in der Formel 1 einzufahren? Wie sieht die Zukunft von Mick Schumacher aus? Und fährt Sebastian Vettel die Saison überhaupt zu Ende? All diese Fragen hat Roger in den Raum geworfen und diskutiert er mit Christian. Also ganz schnell Kanalmitglied bei uns werden und euch die volle Dosis Formel 1 holen.